Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sam & Max Theater des Teufels Episode 5, die Stadt, die es nicht wagt zu schlafen. Ich bin's wieder, euer Theon. Und ja, ihr seht Sam nackt, ein Klon von ihm. Ja, was haben wir im letzten Part erlebt? Nicht viel. Wir versuchen gerade vom Körper, halt vom inneren Körper von Max aus irgendwas zu erreichen. Also wir suchen ein spezielles Spielzeug, mit dem wir seinen Tumor, das er im Kopf hat, wegfeuern können, damit sie endlich anfangen können zu operieren. Und dazu benutzen wir eine seiner Fähigkeiten. Und zwar transportieren wir Sam immer im Körper eines Klons. Aber nur in den, wenn einer gerade da ist. Wenn keiner da ist, können wir nichts machen. Und ja, wir haben hier Sam und Mac als Gehirn im Glas. Wir wollten eigentlich den Affen, aber der ist scheinbar nicht da und er weiß nicht wohin. Und nachdem wir ein bisschen auf die Palme gebracht haben, tauchte plötzlich Opa Stinky hier durch die Tür auf. Komisch. Aber nun gut, das war die Kurzzusammenfassung. Wow. Und jetzt quatschen wir mal mit ihm. Opa Stinky! Was? Oh ja, Erdenhund. Ich bin der Ältere der Stinky-Humanoiden. Wie viele von euch gibt's denn? Warum warst du im Maulmann-Verarbeitungsraum? Hat Stunkaffe dich gefangen genommen? Nein, alles in Ordnung. Ich dachte nur, hinter dieser Tür ist die Müllverarbeitung. Ja. Das ist wichtig, Opa Stinky. Hat Stunkaffe erwähnt, wo er hin will? Nein, aber der General hat sichergestellt, dass ihr Erdenkreaturen ihn niemals vor der Beherrschung der gesamten... ich meine, hat er nicht. Ich bin ein grummeliger Humanoid. Okay. Weißt du, ob Stunkaffe einen Roboter hat, der Sachen aus den dunklen Dimensionen zerstören kann? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ich habe noch nie in meinem Leben von einem chthontischen Zerstörer gehört. Es wäre aber ein ganz guter Name, vermutlich, wenn es existiert. Oder ich wüsste, was es ist. Wie war die Frage gleich? Der will uns irgendwie verarschen. Geht's dir gut, Opa Stinky? Du wirkst verändert. Ich kann dir versichern, dass es mir recht gut geht. Und ich bin wirklich dein bekannter Stinky. Tja, na dann. Trotzdem danke der Nachfrage. Moment mal. Opa Stinky wäre niemals so höflich. Du kannst es auch einfach zugeben, weißt du? Die Freelance Police hat ohnehin nicht die Macht, uns aufzuhalten. Nun gut. Genug der Verstellung. Ich bin in Wirklichkeit der mächtige Grand Pipi, größter Krieger von General Stunkaffe. Wer zum Kuckuck? Okay. Also, du hast ein Opa-Stinky-Kostüm an, oder wie? Ha! Die wahre Erklärung meiner derzeitigen Erscheinung ist so hirnerschütternd schrecklich, dass ihn dein Geist niemals erfassen könnte. Ihr habt Hirne getauscht? Tja, ja, und daran kannst du nichts ändern. Nun okay. Okay. Du musst Stunkaffe erzürnt haben, wenn er dich in den Maulmann-Raum gesperrt hat. Unsinn! Ich bin der Fixpunkt in seinem Plan zur Beherrschung der Galaxis. Er hat mich in der Maulmann-Sauna zum Wohle des Stunkaffee-Reiches verwahrt. Apropos Schweiß, du solltest dich mal zum Wohle aller in der Dusche einschließen. Gab da einen Fehler in der Wärmesteuerung. Ja. Okay, Kumpel. Wo ist Stunkaffe jetzt? Es gibt absolut nichts, mit dem du mich zum Reden bringen wirst, nackter Erdenhund. Nun, ich tue das nicht gerne, aber es ist für Max. Hab eh schon die richtigen Klamotten an. Bereite dich vor auf einen hypnotischen Tanz dritter Klasse. In Ordnung, ich rede. Hör bloß auf damit. Er ist in einer Lagerhalle am südöstlichen Ende des Lagerhausdistrikts. Ich frage mich, ob das was mit Mama Boscos Klonkammer zu tun hat. Das hat nichts mit Klonen zu tun, Industries Gebäude. 2348 Doppel Street, Ecke Gang Avenue.
212-555-2314. Okay, okay. Hab's kapiert. Der Tanz muss ja echt extrem schlimm gewesen sein. Gestehe, Kumpel. Wo ist der anti-dunkle Materie-Spielzeugroboter? Mach dich nicht lächerlich, Erdling. Nachdem General Stundcafé den Roboter wieder mühsam geflickt hat, wäre er doch niemals so dumm, ihn aus den Augen zu lassen. Warum erzählst du dem Feind nicht gleich den ganzen Plan, Grey PP? Oh ja, fangen wir nochmal an. Ich dachte schon, der fängt jetzt an, komplett rumzulabern. Geh nicht weg. Ich habe vielleicht später noch ein paar Fragen. Beeil dich lieber. Deine Zeit wird knapp. So, mal schauen. Was haben wir da drin? Nix. Spiel gespeichert. Muss ein automatischer Speicher gewesen sein. Aber egal. Zurück. So, jetzt muss ich mal im Bilderalbum nachgucken, ob wir in seinem Kurzzeitgedächtnis irgendwo ein Lagerhaus haben. Aber benutzen wir mal Boskotec. Vielleicht hängen noch ein paar Klon-Nachzügler in Mama Boscos Labor. Nein, tatsächlich. Na, das nenne ich Glück. Da hängt wirklich ein Klon im Labor rum. Und der arme Knabe ist verletzt. Muss einer der Klone sein, auf denen Max letzte Woche rumgekaut hat. Ist auch gut. Hier gibt's eh nicht viel Sinnvolles für mich zu tun. Okay. Mama Bosco, kannst du? Nicht jetzt, Klon. Ich bin beschäftigt. Dass sie sich nicht wundert, dass das Ding reden kann, ne? Hey, Präsident Superball. Ich bin's, Sam. Oh, toll. Ich habe ein so schlechtes Gewissen, dass ich Stimmen höre. Du hast dich nicht verhört. Ich habe den Klon übernommen, nachdem ich mich mit Max über ich in seinem Hirn unterhalten habe. Reiß dich zusammen, Superball. Sam wird das Kind schon schaukeln. Das tut er immer. Was haben wir eigentlich hier im Inventar? Ja, Hundemark und Zahnbürste. Scheint echt die Standardausrüstung für jeden Klon zu sein. Aber egal. Gehen wir mal hier, benutze Loch. Kann mich da mit diesem Kragen nicht durchzwängen. Und ich kriege ihn nicht ab. Sehr, sehr komisch. Man sollte annehmen, dass wenigstens einer der Monitore anzeigt, wo sich der Spielzeugroboter befindet. Und was nun? Nee, wenn ich die verliere, muss ich nochmal zum Impfen. Schade. Dieser Destabilisierer könnte das sein, was ich brauche, um an den Roboter zu kommen. Wenn er nicht vollkommen nutzlos wäre. Ja, der bringt uns nur in andere Dimensionen, aber nicht dahin, wo wir müssen. Kein Spielzeugroboter auf dem Crime Alarm. Kommen wir hier irgendwie raus? Nein, auch nicht. Na. Okay, probieren wir mal was anderes. Rückblickend war es sinnlos, hierher zu kommen. Wieder zurück? Yep. Vollkommen sinnlos. Aber lustig. So, mal schauen. Boskotec, Stunkafis Flaggschiff, Battery Park, Stadt, Dia von der Stadt. Hört, haben wir zweimal? Da ist kein Ersatz, Sam, in den ich mich beamen könnte. Also nur bei Stunk. Wo hat der Opa Stinky Scherke gesagt, soll die Klonkammer versteckt sein? Ja, irgendwo am Haar. Benutzen wir mal wieder die Steuerung. Lauf mal wieder als Monster rum. So, bam, bam, bam. Schade. Okay. Nee, wo läufst du jetzt hin? Ah. Hey, das war aber nicht nötig. Verzeihung, Sam. Meine Tentakel sind von der Steuerung abgerutscht.
Okay. Boskotec, Boskotec. Überall steht hier Boskotec. Ich will nicht so Boskotecs. Nope. Sag mal, ich erinnere dich an Generico Incorporated Hauptquartier. Was ist denn das? Ich glaube nicht, dass man sich irgendwas über dieses Gebäude merken muss. Nein, nicht mal das. Er hat ihn verstanden? Lol. Okay. Und wie geht's euch so? So, mal schauen. Ne, ist wieder nur Boskotec Labor. Boskotec, Boskotec, Boskotec. Irgendein Lagerhaus war das. So, hier jetzt hoch. Ich muss ja alle paar Meter mal abchecken, ne? Obwohl, Meter ist relativ. Der läuft wahrscheinlich mit einem Schritt ungefähr 20 Meter weit oder sowas. Ich habe keinen Bock an... Konsolengebäude, Konsolidatgebäude. Nicht, dass es jetzt wieder dasselbe Ding ist, ne? Von hier oben sehen die ganzen Gebäude alle gleich aus. Du machst mich fertig, Max. Das kann doch ein bisschen schwieriger werden. So. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass hier keine Sterne oder sowas sind? Da schaut mal. Naja, wir sind angeblich auf New York oder sowas. Aber trotzdem. Wenigstens ein paar Lichter auf der anderen Seite des Flusses oder... Ich war ja noch nie da, aber ich bin mir sicher, es ist sicher nicht so dunkel. Obwohl... Max randaliert da jetzt schon seit knapp einer Woche, weiß der Koko, was er alles kaputt gemacht hat. Erinnere dich an die Klonkammer. Ah! Ein bisschen oben stutzen, Max. Konzentrier dich, Max. Weißt du noch, wie viel Spaß wir in dieser Klonkammer hatten? So, das haben wir jetzt. Sam, du scheinst gerade ein Programm laufen lassen zu wollen, das du aus dem Internet runtergeladen hast. War das Absicht oder willst du Max weitersteuern? Nö, eigentlich nicht. Ich brauche etwas Zeit für mich selbst. Okay, und jetzt? Da, Klonkammer. Zeit, dieses Roboterthema von Angesicht zu Klongesicht mit Stunkaffe zu bereden. Bläh. Dass du dich so gut mit meiner unüberwindlichen Schergenarmee verstehst. Flint Paper. Spiel ruhig mit ihnen. Ich mache dann neue. Lach ruhig, Affe. Fröhlichkeit wird dir die Zeit in Sing Sing leichter machen. Das ist ein Gefängnis. Ach, kein Erdgefängnis kann mich halten. Mit meiner mächtigen Armee, meiner liebreizenden Prinzessin und der Macht dieses antiken Spielzeugroboters kann mein Plan nicht scheitern. Du hast nur eins vergessen: die Selbstzerstörungssequenz. Diese Klonkammer hat gar keine Selbstzerstörungssequenz. Vielleicht nicht, aber er. Instabile Antimateriebombe entdeckt. Initiiere Abschirmprotokolle. Du kannst doch die Bombe entschärfen, Prinzessin. Ich mache doch schon, Liebling. Okay. Wenn wir uns mal erinnern, wie stark diese Gorillas sind, und Flint Paper haut die Dinger reihenweise weg,
also echt. Au! Was zur... Wer hat hier ein unsichtbares Lasernetz installiert? Diese Stinky-Puppe und ihre Schabe haben das eingerichtet, damit niemand versehentlich in ihre Magie-Sessions platzt. Okay. Sieht aus wie eine Art Nebelmaschine? Gutes Auge, Sam. Sal hat die immer dann angeschaltet, wenn Stinky schnell mal verschwinden musste. Interessant. Scheinbar jetzt mehr über Stinky zu erfahren. Zum Glück habe ich während der gesamten Krise immer mein Yoga praktiziert. What the hell? Ein ganz schöner Brocken. Lauter Ramsch aus den Tunneln, die die Turteltäubchen von den Maulmännern haben graben lassen. Die hat alles versucht, um den Granitblock loszuwerden. Wollte ihn sogar als Sandwichbelag verkaufen. Ah ja, an die Folge kann ich mich noch erinnern. Was denn das? Ah, das glaube ich, will das nicht wissen. Oh, das tut weh. Das ist eine instabile, flüchtige Explosionsladung in der Klonkammer. Ich glaube, die meinen mich. Jupp, und da steckt ein Affe im PC. Zwar gewaltig. Also, das muss doch wehtun. Das ist ein alter Videoprojektor. War im Diner eingebaut, Sam. Im richtigen Moment eingeschaltet mit genug Nebel. Und man konnte Dinge praktisch aus der Luft erscheinen lassen. Interessant. Himmel, eine Überwachungskamera, angeschlossen an diesen Projektor. Wieder richtig, Sam. Sie musste nur Sal dazu bringen, zur richtigen Zeit ein Foto hochzuhalten und Opa Stinky würde glauben, dass sein Zauberspruch funktioniert hätte. Okay. Hey, das erkenne ich wieder. Das ist der Kuchen der Verdammnis, das finstere Rezept, mit dem Opa Stinky Stinky Baby gemacht hat. Jedenfalls sollte das der arme alte Knacker Opa Stinky denken. Ich nenne das mal Beweisstück A. Okay, und was bringt uns das, wenn wir jetzt gleich in die Luft gejagt werden? Ich glaube, dieser Körper hätte noch ein paar Minuten im Klontank vertragen können. Fühle mich etwas teigig. Ah, okay. Haben wir hier irgendwas? Oh, ich habe eine Idee, aber erstmal. So. Oh, Hallöchen, Flint. Hey, Sam. Hab dich ohne Anzug gar nicht erkannt. Das ist vielleicht ein irrer Fall, was? Ja, wegen dieser Antimaterie-Bombe. Bleib locker, Kumpel. Wenn ich mit diesen Pennern fertig bin, schnapp ich mir die zwei Trottel und zieh die Lunte aus dem Böller. So einfach wie Wahlbetrug. Ah ja, sicher. Ist auch sehr einfach. Siehst du nicht, dass dich Stinky nur benutzt? Genau wie Sal? Versuch dieses Klon-Ding mit dir zu reden? Hör dich, die Prinzessin. Ich habe eine Frage wegen deinem Plan. Wie lautet er nochmal? Mann, es ist doch so einfach. Opa Stinky, bringt nichts um, okay? Wir haben alles probiert. Okay, aber... Flint Paper legt alles und jeden um. Aber bewusst wird der Opa nie was antun. Ah ja, ja, verstehe. Also, eigentlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Stinky benutzt dich nur, du Affe. Damit der Detektiv dazu überlistet wird, den älteren Stinky zu töten? Weil wir sein Gehirn in den Körper eines der Schergen gepflanzt und Millionen Kopien geklont haben, damit er nie herausfindet, wer wer ist. Ja, genial in seiner Einfachheit. Könnte man meinen. Dieser Plan wird niemals funktionieren, wie immer er aussieht. Ich kam wegen einer Kiste voll mächtigster Objekte und jetzt habe ich nur einen Spielzeugroboter und werde gleich hochgejagt. Hätte ich doch meinen Psychiater nicht desintegriert. Ja, in dieser Situation würde ich auch gerne einen Psychiater aufrufen. Aufrufen vor allem, ne? Anrufen. Hey, Stunkaffe! Rück den Roboter raus und niemandem passiert etwas!
Dieser Klon scheint beinahe ein Bewusstsein zu haben. Nun ja, egal. Das letzte Artefakt, das von Yogg-Sothoth im ganzen Universum übrig ist. Und es ist meins! Es wird Grundlage für meinen Plan werden. Sobald ich herausfinde, was er kann und was der Plan ist. Ich wollte dich eh fragen, Prinzessin. Ich bin beschäftigt. Also, wegen dem Spielzeugroboter. Ich habe viel zu kurz gedacht. Mit diesem Roboter werde ich nicht nur dieses Universum erobern, sondern ganze Dimensionen. Also kann ich mir den nicht für ein paar Minuten ausleihen? Nö, scheinbar nicht. Ist echt lustig, wie die immer ankommen und weggeprügelt werden. Aber ich habe schon eine Idee, was wir jetzt machen könnten. Warum auch immer wir hier ein Bild haben. Sim, sim, salabim. Was? Des Teufels Spielzeugkiste? Wie kann das sein? Des Teufels Spielzeugkiste? Dafür ist echt dämlich. Es heißt, die Spielzeugkiste wurde zerstört. Tja, nun, die Leute erzählen eine Menge. Ein sprechender Klon? Ah, jetzt verstehe ich. Du willst es wohl wieder schwieriger für mich machen. Stimmt, Sam? Ganz gleich aufgeben, Stunkaffe. Wenn Stinky mit dir fertig ist, wird sie dich wegwerfen wie eine Bananenschale. Humbug! Sie war vom ersten Moment, als sie mich sah, wie wild in mich verliebt. Animalische Anziehung wie diese kann man nicht einfach abschalten, weißt du? Was glaubst du, wie ich mich fühle? Rück den Spielzeugroboter raus und ich denke mal darüber nach, ob ich dir die Kiste gebe. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen, Sam. Warum sollte ich dir etwas geben, wo ich mir einfach nehmen kann, was ich will? Weil, wenn nicht, zerstöre ich die Spielzeugkiste ein für allemal. Das wagst du nicht. Die Explosion würde dich selbst und die halbe Stadt vernichten. Ich würde jede halbe Stadt zerstören, um meinen Kumpel zu retten. Ist außerdem ein Leihkörper. Du meinst es ernst? Ich bin verrückt genug, es zu tun. Nein, hier hast du ihn. Halte bloß die Bombe von der Spielzeugkiste fern. Fertig. Antimateriebombe entschärft. Eindämmungsprotokolle ausgesetzt. Bye-bye. Was macht er da? Jetzt sollte ich schleunigst diesen Roboter in Max' Gehirn bringen, bevor Stunkaffe misstrauisch wird. Und schnell raus, schnell raus! Ich kann jetzt nicht in Maulmann-Tunneln rumlaufen, wo ich doch so wenig Zeit habe, Max zu retten. Och, Menno. Ah, nun gut. Ich sehe auch schon wieder, wir sind mit der Zeit ein bisschen drüber, aber nicht viel. Ich hoffe dennoch, ihr hattet viel Spaß dabei. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir doch was Nettes in die Kommentare, ich werde es sicher lesen. Ich bin euer Theon und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.